So, guten Morgen, willkommen. Warzone 2100 heute wieder. Als ob ich irgendwas anders spielen würde. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Moment. Da. Ja, da. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Ja, das Spiel nähert sich so langsam seinem Ende, habe ich das Gefühl. Also, da kommen, glaube ich, nur noch ein paar Missionen. Und dann ist das Spiel auch schon wieder vorbei. Und dann muss ich ein neues Spiel. Rückkehr zur Landezone. Wieso seid ihr nicht zugewiesen? Buah, weil ich es nicht mehr für nötig hielt wahrscheinlich. Dann muss ich ein neues Spiel anfangen. Ja, ich muss. Ich werde dazu gezwungen. Von mir selbst oder so. Keine Ahnung. Ich rede mal wieder total Müll, wie immer. Gruppe 5. Ah ja, das war die Elite. Und dann möchte ich ein neues starten. Ja, ich muss. Ich zwinge mich, wie gesagt, selbst dazu. Jetzt steht die Frage, was? Da kommt einiges in Frage. Ja, und deswegen habe ich gedacht, vielleicht hat jemand von euch einen Vorschlag, also von den paar Leuten, die mich doch schauen. Ich habe gehört, da gibt's welche. Die tun das tatsächlich. Und vielleicht will jemand ein Spiel vorschlagen, das ich spielen kann. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Ja, ich will ja nicht jeden Müll spielen. Das muss nun auch wieder nicht sein. Ja, als erstes, es sollte Open Source und Freeware sein, wie meine bisherigen Projekte. Und... Oh Gott, voll die Ballung hier da, technisch. Oh Gott, die kommen doch da nie raus. Machen wir das anders. Was noch? Ja, es sollte möglichst Version 1.0 sein, also... abgeschlossen und nicht total verbuggt dabei noch, weil ich kann es einfach nicht ausstehen. Boah, bist du blöd. Ja, Spiel anfängt und dann kann man sich zu Ende spielen, weil es kein Ende gibt noch nicht. Das finde ich relativ bescheiden. Und ja, es soll auf jeden Fall Singleplayer haben. Also eine richtige Kampagne praktisch, also so ungefähr wie hier oder wie bei Freedom oder Secret Mario Chronicles, wenn das jemand gesehen hat. Nein. Und warum sind die alle so langsam? Weil ich die Geschwindigkeit ja auf minus 03 oder so gesetzt habe, was auch immer. Na komm. Also, wenn da jemand ein gutes Spiel kennt, kann er ja mal sagen, hey, mach doch mal ein Let's Play. Dann mache ich davon vielleicht ein Let's Play. Gebäude wird angegriffen. Was? Achso, das ist unwichtig. So, damit man auf ihn forschen kann. Ach kommt. Ich hab doch eh keine Chance. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen, glaube ich, jetzt über das Spielen. Ich hab's nur leider vergessen. Okay, es sollte Open Source sein, es sollte fertig sein. Ja, was für Arten von Spiele mag ich denn? Das könnte ich vielleicht noch erwähnen, wenn es jemand interessiert. Wenn mir denn jemand ein Spiel vorstellen will, möchte, könnte, darf, wie auch immer. Also Strategiespiele prinzipiell. Rollenspiele sowieso. Wobei ich eher weniger auf Diablo-mäßige sind, also wo man erstmal so 250 Milliarden Gegner jedes Level totschlagen muss. Ja, das ist irgendwie überhaupt nicht so meins. Gibt es noch andere Arten von Open Source Rollenspiele, die momentan fertig sind? Ich glaube gerade mal nicht, ne? Ja, egal, vielleicht kennt jemand was. Wenn nicht, suche ich mir was raus. Gibt ja genug gute Spiele. Auch wenn einige behaupten, das stimmt nicht und so, aber naja. Manche Leute haben halt einfach keine Ahnung. Ja, was ist ich? Was könnte ich denn überhaupt spielen, wenn ich das fertig habe? Keine Ahnung. Battle for Westnord. Das ist auch ein schönes Spiel. Oder. Geil, es fällt mir wieder keins ein, das fertig ist, ne? Ach, ich hasse es. Egal, ich werde schon was finden, was ich danach spiele. Irgendwas. So, ihr seid jetzt meine Heroes. 3700. Boah, haben die Erfahrung. Cheat Alert, Cheatung.
zur Landezone. Kann ich eigentlich recyceln hier schon da technisch? Nein. Weil euch brauche ich ja im Prinzip, ihr seid Müll. Naja, völlig veraltet halt, ne? Ne, wa? Nö, jetzt fange ich damit schon wieder an und... Wow, was? Wieso hat das Alpha-Team einen Tank-Killer? Wieso haben die einen Tank-Killer? Warum revidiert ihr zwei überhaupt? Ihr seid auch Schrott, also fuck mit euch. Schrotter. Also wie gesagt, wichtig ist halt, dass es fertig ist. Nicht total verbuggt und so. Oh Gott. Open Source und Freeware halt. Vor allem, wenn ich es nicht bezahlen muss. Ja. Ich bin ein armer Kerl. Ne? Armer Mensch. Bin mitleidenswert. Kämpfe ich jeden Tag um jeden Cent, den ich 7-mal umdrehe und... Oh, was macht denn ihr? Soll ich recyceln? Oh, es ist so schwer. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, glaube ich. Gebäude wird angegriffen. Oh Gott. Und ihr habt euch ja immer noch nicht recycelt. Na, endlich. Ach, dann eben nicht. Was mache ich überhaupt? Ach ja, ich wollte auf die Erforschung. Warum vergesse ich das immer wieder, weil ich blöd bin? Oder so. Komm, repariert euch mal da hier so technisch. Es wird wieder nichts. Schlimm. Was? Muss mal zweiter Commander. Warum bist du nicht eins? Was soll denn der Scheiß? Ich glaube, es geht los. Rückkehr zur Landezone. Fallt ihr jetzt wieder so rum? Was haben die sonst noch für Waffen? Stunkel? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss die umpositionieren. Die werden mir sonst noch zerhackt, die Leute. Brauch doch noch, das sind Heroes, Alter. Die will ich alle behalten. Nein, die will ich alle verschrotten, hä? Oh Gott, fahr da weg! Derbe, wie die reinhauen. Hä, es ist ja übel. Es ist leicht unbalanciert, das Spiel. Und warum steht ihr immer noch da drin? Solltet ihr nicht rausfahren? Was haben die denn für Reichweite? Was zur Hölle? Ich glaub's echt nicht, ey. Eine Reichweite ist ja abartig. Oh, wo fährst du denn jetzt hin? Boah, ihr seid so dämlich, ne? Unglaublich. Unglaublich. Ach, halt's Maul. Ich komm auf die Nerven mit deiner scheiß Landungszone. Ich komm gleich mal zu deiner Landungszone, ja? Lass dich mal reparieren hier. MGs schießen ja in die Luft. Hab ich ganz vergessen. Machen wahrscheinlich extrem abartig Damage, Alter. Was so? Voll krass fett habe ich dann voll weggebamst, man. MG. Oh Gott, noch so ein. Boah, die machen nochmal Elite kaputt. Meine Elite, so ein Blödsinn, Heroes. Ja, wie sieht's jetzt mit der Forschung aus? Wird die heute nochmal fertig? Wozu soll ich denn die Upgrades überhaupt erforscht? Ist es schnell erforscht, wenn es nicht schnell erforscht? Hat diesen Satz mit forscht jetzt jemand verstanden? Ich glaube nicht. Wenn doch, dann seid ihr fast so schlau wie ich. Ja. Ihr habt die Intelligenz eines Pavians. Ja. In die Hände klatsch. Na komm, wer fertig. Ich will die Mission nicht abschließen. Jetzt krieg ich gleich noch 5 Erforschungen, ne? Na? Na? Boah, zier dich halt noch mehr. Geil, wie sind wir jetzt ewig weit hinterfliegen, um da hinten einen Panzer kaputt schießen zu können? Forschung abgeschlossen. Wer noch was erforschen? Nein! Was macht der mit der Laser noch stärker? Taugt der Laser vielleicht jetzt was? Taugt sich schon die ganze Zeit was und ich bin nur der Meinung, er taugt nichts. Haben wir 25. Mein Geschütz ist immer noch besser. So. Ihr demontiert jetzt erstmal alles noch schnell hier, da, technisch. Ne? So, hier, da, hier, hier und hier und hier.
Also, wenn du mal Zeit hast, ne? Hetzt euch bloß nicht, ne? Nicht, dass ich am Ende noch an einem Herzinfarkt von euch schuld bin oder sowas. Das wollen wir ja nicht. Boah, ich hab schon ewig die Minimal-Frames. Aufnahme neu starten bringt auch nichts. Jetzt habe ich noch weniger, geil. Nein, jetzt habe ich wieder mehr. Yeah, warum auch immer. Das ergibt jetzt mal so überhaupt keinen Sinn. Na hopp, fahr weiter, 3. Du hast noch was zu tun. Hopp, da steht immer noch eins. Komm. Gebäude wird angegriffen. So, jetzt beenden wir die Mission schnell noch. Na komm. Rückkehr zur Landezone. Ja, ich komme ja schon. Oh, fahrt halt weg da. Nein, nicht dann auf. Doch dann auf, aber nicht da, sondern dann auf. Na also. Missionsziel erreicht. Keine Artefakte ist hergestellt. Bedauerlich. Bedauerlich. Missionsbesprechung beginnt. Alpha-Team meldet Beginn der Energieübertragung. Commander, nachdem Sie den westlichen Sektor verlassen hatten, haben wir dieses Artefakt in einer Einrichtung des New Paradigm gefunden. Wir waren nicht in der Lage, es vor dem Nuklearschlag zur Alpha-Basis zurückzubringen. Wir glauben, es ist ein Bestandteil der Technologie der synaptischen Verbindung. Seine genauere Erforschung könnte sich als sehr einträglich erweisen. In der Einrichtung des New Paradigm fanden wir auch Informationen über die Reed Corporation und Nexus. Die Reed Corporation wurde von Dr. Alan Reed gegründet. Im Jahre 2080 schloss Dr. Reed einen Vertrag mit den US-Militärs zur Entwicklung der Technologie der synaptischen Verbindungen ab. Nachdem die synaptischen Verbindungen 5 Jahre später patentiert worden waren, wandte sich Dr. Reed der Erforschung der Kybernetik zu. Damals war sein Ziel die Übertragung des menschlichen Bewusstseins in Datenströme, die mit Computertechnologie verschmelzen konnten. Während sich die Bediener im Cyberspace aufhielten, wurden ihre Körper in Immersionstanks aufbewahrt. Mit neuerlicher Unterstützung durch das Militär begann Dr. Reed mit der Arbeit am Nexus-Programm zur Bekämpfung von Eindringlingen. Nach 3 Jahren ohne nennenswerte Fortschritte gab das Militär das Nexus-Projekt auf und strich Dr. Reeds Fördermittel. Berichte aus dieser Zeit besagen, dass Dr. Reed sehr wütend über diese Vorgänge war und allen, die sich ihm in den Weg stellten, Rache schwor. Viele Beobachter bestätigen einen mentalen und körperlichen Verfall von Dr. Reed als Folge seiner immer länger werdenden Aufenthalte im Cyberspace. Es scheint, dass Dr. Reed seine Ziele erfolgreich weiterverfolgt und das Nexus-Programm fertiggestellt hat. Die Ähnlichkeit zwischen Nexus und Dr. Reed sind jedenfalls bemerkenswert. Welch eine interessante Geschichte, doch nun zum neuesten Stand der Dinge. Das Nexus-Programm wurde entwickelt, um Narren wie Sie zu kontrollieren. Es ist sehr einfach für mich, Ihre Systeme zu infiltrieren und zu übernehmen. Es ist so einfach, dass Sie nicht einmal merken, dass ich da bin. Zumindest so lange nicht, bis ich die in Ihrem Kernsystem eingeschlossenen Teile von mir aktiviere. Beginnen wir damit, den Nexus in Schlüsselbereichen zu aktivieren und schauen wir, was dabei herauskommt. Commander, wir haben Interferenzprobleme mit unserer Ausrüstung. Der normale Betrieb wird so schnell wie möglich wiederhergestellt. Feindliche Einheiten befinden sich an diesen Koordinaten. Verteidigen Sie die Basis. Missionstimer aktiviert. Hey. Das macht mir jetzt irgendwie Angst. Was kommt jetzt wieder Mieses? Irgendwas richtig Mieses, richtig? Meine eigenen Einheiten stellen sich gegen mich. Oh mein Gott. Oh nein, sind sie alle wieder nur... Boah, oh, fantastisch. Bauen wir gleich ein neues. Was kann ich erforschen? Ich kann irgendwas erforschen, oder? Nexus Assistente Schalk. Oh Gott, gib mir das! Schnell! Oh Gott, die sind da oben! Oh, wie geil! Und wie kriege ich die da wieder runter? Lass mich raten, ich muss sie recyceln.